Und das Interessante daran ist, das ist etwas, worüber ich nie öffentlich geredet habe, aber als das Flugzeug abstürzte und sie es bergen wollten, da hatte das Fluggerät die Form einer Eichel oder einer Glocke. Aber in Wirklichkeit war es wohl so, dass das ursprüngliche Raumschiff linsenförmig oder untertassenförmig war, denn als es abstürzte und man es bergen wollte, da waren alle Kanten um das Raumschiff herum abgebrochen. Und darum sah es so aus wie eine Glocke oder eine Eichel. Willkommen zurück bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Im Juni 2023, da ging der Whistleblower David Grush an die Öffentlichkeit und hat enthüllt, dass die USA seit vielen Jahrzehnten nichtmenschliche Fluggeräte bergen und dass sie versuchen, sie nachzubauen. Sie hätten schon eine ganze Reihe davon in ihrer Sammlung. Aber nicht nur das. Laut Grush fand die erste UFO-Bergung nicht 1947 in Roswell in den USA statt, sondern schon 1933 in Italien. Die Amerikaner sollen das Fluggerät nach Kriegsende gesichert und in die USA abtransportiert haben. Und auch der Vatikan soll darin verwickelt gewesen sein, sagt der Whistleblower Grush. Für viele Abonnenten auf unserer Website ExoMagazinTV dürfte das ein regelrechter Aha-Moment gewesen sein. Denn wir haben ja schon vor Jahren dazu mit Italiens wichtigsten UFO-Forscher gesprochen, Roberto Pinotti. Er ist derjenige, der den Fall von 1933 anhand von Originalakten bekannt gemacht hat. Und wir haben ein langes Interview und einen Vortrag von ihm auf unserer Website. Die Links im Beschreibungstext. Tja, und jetzt haben Roberto Pinotti und Paolo Guizzardi, das ist auch ein italienischer UFO-Forscher, mit David Grush selbst darüber gesprochen, über diesen Fall. Beide sind führende Köpfe beim Centro Ufologico Nazionale, also dem italienischen UFO-Forschungsverein, und bei ICER, der Internationalen Koalition für Extraterrestrische Forschung. Ja, und weil ich dort auch Mitglied bin, haben sie mir freundlicherweise ihr Interview mit David Grush zur Verfügung gestellt, damit auch die deutschsprachige Welt mal etwas davon erfährt. Hier also nun in voller Länge das Interview mit UFO-Whistleblower David Grush. Also David, inzwischen bist du ja sehr bekannt in der ganzen UFO-Community. Aber gehen wir mal zum Anfang zurück. Kannst du uns erzählen, was dich dazu gebracht hat, mit diesen brisanten Erklärungen an die Öffentlichkeit zu gehen? Ja, also dieser Weg an die Öffentlichkeit war sehr lang. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Weg so enden würde, dass ich dabei meine Karriere beende. Ich habe diese Informationen 2022 dem Generalinspektor mitgeteilt, weil ich sah, dass die UAP Task Force keinen Zugang zu diesen Programmen bekam, die ich durch Zeugenbefragungen, Dokumentenprüfungen und so weiter aufgedeckt hatte. Und aufgrund der Repressalien, die mir da drohten, war es für mich das Beste, zu meinem eigenen Schutz eine Whistleblower-Beschwerde beim Generalinspektor der Geheimdienste einzureichen. Das nahm also seinen Lauf und Ende 2022 informierte ich den Geheimdienstausschuss. Aber ich sah, dass ich nicht in der Lage sein würde, Veränderungen herbeizuführen und den nötigen Druck auf die Untersuchungen auszuüben, um diese Programme für weitere Untersuchungen innerhalb der Regierung aufzubrechen. Also habe ich es auf mich genommen. Und da war mir klar, ich war der Einzige in meinem ganzen kleinen Kollegenkreis, der die Möglichkeit hatte, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und so beschloss ich, dass es am sinnvollsten war, um die Legislative und die Exekutive in den USA mit öffentlichem Druck zur Verantwortung zu ziehen. Und ich erkannte, dass es intern keine Möglichkeit gab, dass die US-Regierung dieses Problem selbst löst. Also musste ich nach draußen gehen, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Hattest du irgendwelche Probleme dadurch, dass du das öffentlich erklärt hast? Es gab einige hochrangige Beamte in früheren Behörden, wo ich gearbeitet hatte, und die waren ziemlich unglücklich darüber, dass sie mein Gesicht im Fernsehen sahen.
Also einige der Reaktionen, die ich bekam, nachdem ich an die Öffentlichkeit ging, die habe ich dem Kongress hinter verschlossenen Türen erzählt. Der Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums untersucht auch einige der Repressalien, nachdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Denn da gibt es ein paar Sachen, die der Kongress in Zukunft über bestimmte Teile der US-Regierung enthüllen könnte, die unzufrieden damit waren, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Wie viele UFOs oder UAPs befinden sich im Besitz der US-Regierung? Diese Zahlen wurden mir in einer geheimen Sitzung vorgelegt und ich habe sie den Behörden mitgeteilt. Wie ich schon bei News Nation sagte, ist es eine ziemlich große Zahl, also ich würde sagen zweistellig. Die genauen Zahlen wurden nicht vor der Veröffentlichung von der Sicherheitsüberprüfung im Verteidigungsministerium freigegeben. Und wie ich kürzlich in einem Interview auf dem YouTube-Kanal Yes Theory gesagt habe, sollten der US-Präsident und andere Beamte genauere Angaben machen, denn ich habe nicht alle Daten. Ich weiß auch nicht, welche Verwicklungen es da bei bestimmten Dingen gibt. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass ausländische Geheimdienste, also Russland, China und so weiter, sich dieses Video jetzt gerade ansehen und wissen wollen, ob sie mit ihren Zahlen richtig liegen. Und ich bin sicherlich nicht hier, um denen zusätzliche Daten zu liefern. Ich muss also sehr vorsichtig sein, was die Einzelheiten angeht. Nicht, weil ich nicht transparent sein will, aber ich weiß, dass ausländische Geheimdienste sich diese Videos anschauen. Was kannst du uns über die Beteiligung von privaten US-Unternehmen an den Reverse Engineering-Programmen sagen? Es waren auf jeden Fall private Unternehmen beteiligt, sowohl staatlich finanzierte Forschungsentwicklungszentren als auch gewinnorientierte Unternehmen, die im Laufe der Jahre mit der US-Regierung zusammengearbeitet haben. Ich habe ja schon in anderen Interviews erwähnt, dass die US-Regierung die Geheimhaltung des Manhattan-Projekts und des Personals übernommen hat. Im Allgemeinen war das die Atomic Energy Commission, die Atomenergiekommission, die später zum Department of Energy, zum Energieministerium und zur Atomaufsichtsbehörde umgewandelt wurde. Die waren als Unternehmen und Regierung daran beteiligt. Und deshalb wird in dem sogenannten Schumer-Änderungsantrag in den USA, der hoffentlich in Kürze und vielleicht schon vor der Konferenz unterzeichnet wird, darauf eingegangen, auf diesen Atomic Energy Act von 1954 und andere Bestimmungen im nicht klassifizierten Schumer-Änderungsantrag. Das liegt daran, dass Sie wissen, dass die Begründung für die Geheimhaltung auf die US-Atomgeheimnisse zurückgeht. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber ich möchte noch erwähnen, dass in diesem Schumer-Änderungsantrag die Rede ist von sogenannten Transclassified Nuclear Information, TFNI. Und das ist kein Zufall, denn das bedeutet, dass die USA durch nachrichtendienstliche Operationen nach nuklearen Geheimnissen suchen. Und die USA wollen so ein nukleares Geheimnis sich natürlich zu eigen machen. Also haben sie es in eine von den USA geschützte nukleare Fähigkeit umklassifiziert. Und das ist es, was der Schumer-Änderungsantrag versucht zu verändern, dass die Geheimhaltung durch die nukleare Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Aber ja, natürlich waren da private Unternehmen beteiligt. Ich habe den Kongressausschüssen und dem Generalinspekteur die konkreten Anlagen genannt, von denen ich weiß, dass sie existieren, bis hin zur Adresse. Außerdem habe ich die Personen, die aus erster Hand an dem Programm gearbeitet haben, gebeten, dem Generalinspekteur Auskunft zu geben und ihn zu befragen. Also, es kam nicht nur von mir. So, Dave, are you aware or can you confirm? Weißt du oder kannst du bestätigen, dass Morde begangen wurden, um all das, was mit den UFOs zu tun hat, geheim zu halten? Ich weiß das nicht aus eigener Erfahrung, aber von den 40 Personen, die wir befragt haben, hatten 10 bis 12 von ihnen Bedenken, weil es in der Vergangenheit zu Morden durch Geheimdienstagenten gekommen ist.
und weil Menschen an ihrem Arbeitsplatz verschwunden sind. In meinem eigenen Leben sind mir sicherlich auch einige beunruhigende Dinge passiert. Und die habe ich der Spionageabwehr meiner Behörde gemeldet, als ich noch in der Regierung war. Natürlich wurde ich nie körperlich verletzt, aber ich sah Anzeichen für etwas, das für mich unerlaubte außerbehördliche Aktivitäten waren, die mich und einige meiner Kollegen einschüchtern sollten. Das waren ziemlich beunruhigende, verstörende Informationen. Ich habe also keine persönliche Kenntnis von solchen Dingen, aber ich habe aus erster Hand mit hochrangigen Regierungsbeamten gesprochen, die von solchen Mordanschlägen und anderen physischen Einschüchterungsversuchen berichtet haben. Und ich glaube nicht, dass sie gelogen haben. Ich glaube, dass das eine echte Besorgnis ist. Und ich würde mich für eine Untersuchung einsetzen, um zu sehen, ob das stimmt. Champion an investigation to see if that is true. As you know, in 1971, when I was a lieutenant, wie du weißt, wurde ich 1971, als ich Leutnant der italienischen Armee in einer NATO-Eliteeinheit mit Atomanlagen in Norditalien diente, von zwei Offizieren der US-Armee gefragt, ob ich wüsste, dass die Vereinigten Staaten abgestürzte UFOs und auch die Leichen ihrer Piloten geborgen hätten. So, in any case, you can confirm. Also, kannst du bestätigen, dass die gleiche Art von Erklärungen, die du öffentlich abgegeben hast, auch von anderen Militärs oder Geheimdienstoffizieren in einem geheimen Umfeld abgegeben wurden? Yes, those same facts were confirmed to me by people with firsthand. Ja, die gleichen Fakten wurden mir von Leuten bestätigt, die an diesen Programmen gearbeitet haben und die aus erster Hand wissen, dass es Abstürze gab und dass wir Fluggeräte und biologisches Material geborgen haben. Also Leichen, wenn ihr so wollt. Kannst du zumindest eine Schätzung abgeben, wie viele Informanten sich gemeldet haben? Ich glaube, es gab kürzlich einen Artikel in den Nachrichten, in dem von 28 oder 30 Personen die Rede war, die sich beim All Domain Anomaly Resolution Office Arrow gemeldet haben. Ich war da nicht dabei, aber das sind die Zahlen, die ich kürzlich in einem Zeitungsartikel gesehen habe. Und die Zahl derer, die sich an den Generalinspektor des Geheimdienstausschusses gewandt haben, die beläuft sich auf etwa ein Dutzend. Einige der Whistleblower kenne ich nicht persönlich, daher weiß ich nicht, wen sie vielleicht noch hinzugezogen haben, um ihre Behauptungen zu untermauern oder vielleicht auch um unabhängige Beschwerden einzureichen. Aber ich bin sicherlich nicht der Einzige. Ich war nur derjenige, der sich für das Team eingesetzt hat und der an die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber es gibt da mindestens ein Dutzend Leute, die wie ich hinter den Kulissen arbeiten. Aber auch diejenigen, die direkt an dem Programm gearbeitet haben, die also sozusagen das Fluggerät selbst angefasst haben. So, you can indirectly confirm at least part of what the Du kannst also indirekt zumindest einen Teil von dem bestätigen, was der verstorbene Colonel Philip Corso in seinem Buch Der Tag nach Roswell geschrieben hat über die Reverse-Engineering-Aktivitäten von privaten Unternehmen, die Materialien vom Militär bekamen, oder? Ja, zumindest das Wesentliche. Ich meine, ich kann seine ganze Geschichte natürlich nicht verifizieren. Ich glaube, er ist ja schon 1998 gestorben, da war ich 11 oder 12 Jahre alt. Aber sicherlich hat die US-Regierung, wenn sie sowas in ihrem Eigentum hatte, einige Teile an verschiedene private Unternehmen rausgegeben zur Nachkonstruktion, Reverse Engineering. Zumindest diese allgemeine Geschichte ist wahr. Was die anderen Aspekte der Geschichte angeht und ob er wirklich daran beteiligt war, da bin ich mir nicht sicher. Ich hatte natürlich nie die Möglichkeit, ihn selbst zu interviewen oder diese Dinge im Rahmen meiner Aufgaben selbst zu untersuchen, aber im Großen und Ganzen stimmt diese Aussage. Was ist mit den biologischen Sachen? Wie viele Leichen wurden deiner Meinung nach geborgen? Und waren es nur tote Körper oder auch lebendige biologische Wesen? Also die Zahlen sind sicherlich genauso hoch wie bei den Absturzbergungen. Ich würde da sagen, eine zweistellige Zahl. Und die biologischen Lebewesen kamen in verschiedenen Zuständen und Morphologien und so weiter. Aber das sind halt die Sachen, die ich nicht öffentlich weiter beleuchten kann. Ich möchte aber den Präsidenten und andere dazu ermutigen,
diese Arten von biologischen geborgenen Materialien, die wir hatten, zu erklären. Und ich habe die Exekutive in unserem Land ermutigt, die Welt darüber zu informieren. Since decades, we keep on hearing stories of secret United States government ET contacts. Seit Jahrzehnten hören wir immer wieder von geheimen Kontakten und Handlungen der US-Regierung mit Außerirdischen und sogar von Verträgen, die mit ihnen geschlossen worden sein sollen. Im Jahr 2020 hat der prominente israelische Wissenschaftler Chaim Reshet auch dieses Szenario offen bestätigt. Ist dir das zufällig bekannt? Und wenn möglich, kannst du uns etwas dazu sagen? Can you tell us something on this subject? Yeah, I didn't interview anybody. Also ich habe mit niemandem gesprochen, der aus erster Hand über irgendeinen Akt von Kommunikation oder Interaktion mit nichtmenschlichen Intelligenzen berichtet hat. With non-human intelligence. Viele glauben, dass es sicherlich einen Aspekt des Programms gibt, der damit zu tun hatte. Aber ich habe niemanden interviewen können, der aus erster Hand davon wusste. Also alles, was ich darüber sagen könnte, wäre nur Gerücht und Spekulation. Aber ich denke, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich hätte auch gerne eine Antwort darauf, denn ich konnte nie jemanden interviewen, der aus erster Hand Wissen darüber hatte. Darum traue ich mir nicht, irgendetwas mit Bestimmtheit dazu zu sagen. Coming now to the subject that has raised quite a bit of interest. Kommen wir mal zu dem Thema, das hier in Italien auf großes Interesse gestoßen ist, nämlich der sogenannte Mussolini-UFO-Fall. Der ist ja auch von Luis Elizondo bestätigt worden, bevor du ihn erwähnt hast. Könntest du bitte näher erläutern, wie du von dem Ereignis erfahren hast und welche Merkmale es hatte und so weiter? Ja, einige meiner Interviewpartner, die ich letzten Endes an den Generalinspekteur verwiesen habe, die haben mich über alle in den USA im Laufe der Jahre aufgeklärten Fälle informiert, auch über diesen Fall des Mussolini-UFO, der ja interessanterweise dank deiner Aufklärungsarbeit schon im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Also der Absturz im Gebiet von Magenta im Jahr 1933 war eines der Ereignisse, über die sie mir etwas gesagt haben. Und das war ein Ereignis, das ich auch bei meiner Sicherheitsüberprüfung beim Verteidigungsministerium eingereicht habe, damit ich darüber öffentlich reden kann, weil ich dachte, das ist ein sehr bemerkenswerter internationaler Fall und der erweckt hoffentlich nicht nur das Interesse der USA, sondern auch das der Europäer. Und das Interessante daran ist, das ist etwas, worüber ich nie öffentlich geredet habe, aber als das Flugzeug abstürzte und sie es bergen wollten, da hatte das Fluggerät die Form einer Eichel oder einer Glocke. Aber in Wirklichkeit war es wohl so, dass das ursprüngliche Raumschiff linsenförmig oder untertassenförmig war, denn als es abstürzte und man es bergen wollte, da waren alle Kanten um das Raumschiff herum abgebrochen. Und darum sah es so aus wie eine Glocke oder eine Eichel. Aber in Wirklichkeit hatte es einige zusätzliche Merkmale, die bei der Landung zerstört worden waren. Papst Pius XII. War verwickelt und er hat ein Schreiben über den amerikanischen Geheimdienst OSS geschickt. Und dieses Schreiben ist schließlich auf dem Schreibtisch von dem US-Präsidenten Franklin Roosevelt gelandet. Aber soweit ich weiß, gibt es im Vatikan in der Abteilung Papst Pius XII. Des Geheimarchivs dokumentierte Beweise, sofern sie nicht vernichtet worden sind. Die Geheimdienstoffiziere, die mich darüber informiert haben, die sind davon ausgegangen, dass der Vatikan diese Unterlagen noch hat und dass sie nicht vernichtet worden sind. Und sie vermuten, dass die Aufzeichnungen wegen der damaligen Zeit und wegen der Verwicklung von Papst Pius XII. In einer ganz bestimmten Poststelle dort aufbewahrt werden. Und natürlich wurde das Fluggerät dann am Ende des Krieges sichergestellt und ging nach dem Krieg in den Besitz der USA über. Just a curiosity. You have been in the United States Air Force, so. Nur mal so aus Neugier, du warst ja bei der US-Luftwaffe. Aber trotzdem kannst du eine Meinung darüber haben. Das Objekt, das in Italien abgestürzt ist, war ja ziemlich groß. Glaubst du, es wurde mit dem Flugzeug oder mit einem Schiff in die USA gebracht? Or via a ship.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie mir irgendwann mal gesagt haben, wie sie es zurückgebracht haben. Aber wenn ich spekulieren sollte, also wenn ich weiß, wie groß die damaligen Flugzeuge waren, B-29, B-17 und so weiter. Und dieses Fluggerät, das muss ja ziemlich groß gewesen sein, also mehr als 10 Meter. Ich glaube, es muss also höchstwahrscheinlich per Schiff gewesen sein. Es klang zu groß für ein US-Transportflugzeug, das mir aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt ist. Das wäre pure Spekulation, aber ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. So, Dave, can you confirm whether... Dave, kannst du bestätigen, ob beim UFO-Absturz von Magenta 1933 Leichen gefunden wurden oder nicht? Ich habe diese Frage meinen Informanten gestellt und die Antwort war nein. Sie erinnern sich nicht daran, dass biologisches Material dabei war. Das war nur ein Artefakt, das sie geborgen haben. Ich weiß also nichts von Leichen und sie wussten auch nichts davon. David, finally, are you aware of the existence? Weißt du, ob es andere Originaldokumente gibt, aus Italien, den USA oder auch aus Deutschland, die etwas mit diesem italienischen UFO-Absturz von 1933 zu tun haben? Also ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich Aufzeichnungen in den als geheim eingestuften Präsidentschaftsunterlagen von US-Präsident Franklin D. Roosevelt gibt, aber das ist eine Recherche, die ich selbst nie durchgeführt habe. Abgesehen davon kenne ich auch keine weiteren Unterlagen, außer natürlich interne US-Absturz-Dokumente und andere Sachen, zu denen einige meiner Interviewpartner im Rahmen ihrer Tätigkeit für Regierungen persönlichen Zugang hatten. Es gab noch andere Ereignisse im Ausland, bei denen mir die Geheimdienstberichte zur Verfügung gestellt wurden und ich habe die selbst gelesen und die Dokumente eingesehen. Aber das waren andere Sachen, das war nicht in Westeuropa. So Dave, this is going to be the final question of Dave, die letzte Frage. Könntest du uns erzählen, was du über UFO-Bergungs- und Nachentwicklungsprogramme in anderen Ländern weißt, die dort stattgefunden haben? Natürlich nur soweit du es kannst. Engineering programs which happened in other countries, of course, as far as you can tell. Ja, das ist eine Erweiterung von dem, was ich in meinem ersten News Nation Interview über den Kalten Krieg erwähnt habe. Das Wettrüsten, das hinter den Kulissen stattfand. Völlig unbemerkt, wo unsere Gegner ihre eigenen Programme hatten und wir mit ihnen konkurriert haben, um erstens mal dieses ganze Material einzusammeln und dann B, zu versuchen, diese technischen Durchbrüche damit zu erzielen, um Waffen zu entwickeln und um Fortschritte für Kriegszwecke zu erzielen. Advancements for, you know, war purposes, you know, very little of this technology has. Es ist nur sehr wenig von dieser Technologie in die Zivilgesellschaft durchgesickert. Und unsere Gegner haben also durchaus ihre eigenen Programme. China zum Beispiel hat angekündigt, dass sie eine eigene UAP-Taskforce haben. Da gab es einen Artikel in der South China Morning Post vom Juni 2021, wo es heißt, dass China jetzt maschinelles Lernen mit künstlicher Intelligenz einsetzt, um UAP-Fälle zu bewerten. Soweit ich weiß, hat Russland in dieser Hinsicht noch keine öffentliche Erklärung abgegeben. Da gab es zwar einige Erklärungen in den 1990er Jahren, die ihr sicherlich kennt, aber in letzter Zeit, glaube ich, hat nur China offiziell zugegeben, dass es eine Taskforce gibt. Nicht etwa, dass sie etwas anderes haben, aber unsere Gegner sind schon seit langem an diesen Aktivitäten beteiligt. Okay, meine Herren, wir sind fertig. Vielen Dank. Wer es ganz genau wissen will, wie die Sache damals 1933 in Italien war und was Mussolini über UFOs wusste, der kann ja mal auf unserer Website vorbeischauen, exomagazin.tv. Dort haben wir ein langes Interview mit Roberto Pinotti und auch einen Vortrag über die ganze Geschichte. Und ich habe auch in meinem neuen Buch, das jetzt rechtzeitig vor Weihnachten hoffentlich noch auf den Markt kommt, viel über diese Hintergründe geschrieben, über die Geheimdienstverstrickungen und auch versucht, die Aussagen von David Grush
zu bewerten. Das könnt ihr jetzt vorbestellen, das Buch. Es heißt, Sie sind hier, was jetzt? Warum wir UFOs ernst nehmen sollten. Und ja, was soll ich sagen? Es ist genau das, was ihr braucht, wenn ihr einen guten Einstieg haben wollt in das Thema. Wie gesagt, es kommt gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten raus. Gerade rechtzeitig, bevor die ganze UFO-Sache so richtig durch die Decke geht. Macht euch bereit, schnallt euch an. Den Link zum Buch findet ihr auch im Beschreibungstext. Also, bis bald mal wieder auf Exo Magazin TV. Macht's gut. Ciao.